Hallo YouTube, ich sehe gerade, das Fenster ist noch Hallihallo. Dezent verschoben. Das machen wir heute mal live. So. Und so. Alles ein bisschen anders jetzt. So. Ich hoffe, jetzt sieht man keinen Rand mehr oder so. Doch, sieht man. Das haben wir aber gleich. So. Jetzt ist schön. Ja. Sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie hier erstmal nix. Eine ganz normale Minecraft-Welt. Nichts hat sich verändert. Außer niemand mega aktuell sind diesmal. Ja. Nicht erst 10 Tage später oder so, sondern diesmal war wirklich die Version gleich upgedatet und volle Kalotte. Ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Shader funktionieren. Genau. Eigentlich. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir jetzt nie upgedatet hätten, vielleicht, genau. Aber es läuft. So. Läuft. Majus. Oh, durchblättern durchs Inventar, ob wir hier irgendwas komisches finden, aber. Okay, ja. Das, was mir jetzt auffällt, ist gleich mal, das ist neu, glaube ich. Das will ich jetzt hier nicht setzen. Ich gehe mal kurz aus dem Dorf raus. Naja, wir haben hier kannst hinten. Mal ich komme mit. Zu deiner Testinsel kommen. Genau. Die hinten kannst du zerschroten, wie du willst, hier dieses Stück. Das war eine Redstone-Schaltung. Wenn ihr übrigens mal wieder Bock habt, dass wir uns hier mal eine Redstone-Schaltung einfallen lassen, darauf hätte ich nämlich echt mal wieder Bock. Da könnten Gucke wir mal wieder was bauen. Oh, aha. Magma-Blöcke. Das sind Blöcke. Sind die heiß? Mhm. Ich weiß nie. Ah, das fällt mir auch gerade auf. Ja. Das ist mir vorher auch noch nie. Guck mal, wenn du hier auf so einer Blockkante hingehst, brauchst du nicht mehr springen. Der hopst alleine nach oben. Ach so? Ah ja, ja, das habe ich vorhin gerade gelesen. Da habe ich mich gewundert, was soll denn das sein? Ja, das tut weh. Die sind also heiß, okay. Das tut weh. Ach so, da springt er jetzt selber. Das ist ja ungewohnt. Das ist ungewohnt, aber es wird Zeit. Mensch, du. Und wenn es 2 Blöcke sind, macht er gar nichts. Dann stirbt er sich ihn ab, anscheinend, echt? Oder? Wo sind hier 2 Blöcke? Ach, hier. Doch, geht auch. Hä? Oder ist der erst auf den? Wahrscheinlich hast du den dort mit erwischt, ne? Das kann auch sein. Ach so, der hat da dann alternativ, sucht er sich das dann. Du kannst jetzt hier jahrelang wahrscheinlich gerade auslaufen. Der läuft dann nach rechts. Ah, jetzt geht's immer weiter. Okay. Interessant, gute Idee. Gute Idee, und ja. Ich drück trotzdem noch. Ich hab mich gerade dabei erwischt. Ja, natürlich. Ich denke auch, das wird man sich nicht mal so schnell abgewöhnen. Sehr schön. Okay, da haben wir Magma-Blöcke, das ist korrekt. Die sind auf jeden Fall neu. Setzen die Feuer zu Holz? Das wäre noch vielleicht ganz interessant zu wissen, weil sonst kann man die schlecht verbauen überall. Ja. Dann müssen wir mal kurz warten, ob die burnen. Was mich auch noch interessiert, gut, das kann daran liegen, dass das jetzt bei mir an den Shadern wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ob die leuchten? Ja, die leuchten. Mhm. Nicht sehr, aber ein bisschen, oder? Ich doch, hab eine bei Fackel mir ziemlich heftig. Das hätte ich zum Beispiel jetzt nie erwartet, dass die. Da sind sie bei mir noch nie mit drin, weil meine Shader noch nie ganz so aktuell sind. Vielleicht, keine Ahnung. Na, meine ja auch nie. Also die leuchten schon, aber die machen keinen Schein bei mir. Ach so, das ist richtig. Das machen sie bei mir auch nie. Aber die leuchten extrem. Ja. Aber nicht die Umgebung. Okay. Okay. Aber Holz scheint anscheinend easy cheesy. Du bist anscheinend auch noch im Dingsmodus. Natürlich, das hab ich ja mit Absicht gemacht. Achso. Die Magma-Blöcke. Sehr schön. Eins. Finde ich eine nette Idee. Müssten wir mal im Nether irgendwann mal gucken. Gab's den Nether-Warzen-Block schon? Nee, der ist auch neu. Der kann nur hergestellt werden. Und wird von Wasser weggeschwemmt. Mhm. Wofür er da ist, kann ich euch auch sagen. Dekorative Blöcke werden aus Netherwarzen hergestellt werden können. Ah ja. Dann wahrscheinlich diese hier auch, die Knochenblöcke. Ja, wahrscheinlich. Boom. Aber brauchen wir einen Netherwarzenblock? Was ist denn das für Dekoration? Ich weiß es auch nicht. Sieht aus wie Fleisch. Vielleicht kann man irgendwas aus Fleisch, kann man ein Fleischzimmer bauen oder so. Wenn Wasser auf Netherblasenblöcke fließt, droppt es wie eine Pflanze. Bei Lava bricht er mit seinem Zischen ohne Drops. Er lässt sich nicht zurück in Netherwarzen craften. Ja, super. Oh, das klappt ja super.
Hast du es oben drauf gemacht? Ja. Mach's mal Vielleicht an die war Seite. Das noch nicht richtig, genau. Wow! Da haben sie bestimmt schon einen Bug. Krass, wie das weggeschwemmt wird. Ja, ne? Entweder Heftig. Geht's im Kreativmodus nicht oder was auch immer. Nee, Keine nee, das Ahnung. Glaube ich Jedenfalls nicht. Passiert da gerade nie so viel. Ist aber auch nie so schlimm. Genau. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Neben den Lilanen Ja. halt. Ja. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass die so ein großer Unterschied sind zu, na gut, ein bisschen Na doch, schon. die sind ein bisschen heller, so, also rötlicher, Ja. und die sind halt lila. Die Knochenblöcke, ne? Ja. Die sind auch Die hatten ziemlich wir schon, neu. genau. Die sind Da halt steht, weiß. So kann cremefarben. hergestellt oder in Fossilien gefunden werden. Das sind Fossilien? anscheinend Fossilien, was Neues, okay. Okay. Werden wir so schnell bestimmt nie auf unserer Welt sehen, aber okay. Kann wie Holz in alle drei Richtungen platziert werden. Verstehe, ja. Okay. Macht ja Okay. Sinn. Und das weiß ich nicht, was es ist. Konstruktionslehre. Wird vom Konstruktionsblock verwendet, um existierende Blöcke nicht zu ersetzen. Genau. Ich habe mich auch gewundert. Anscheinend gibt es schon, vielleicht seit der 1.9 oder so, diese Konstruktionsblöcke. Ja, Das das ist habe ich schon mal quasi gehört. so ein bisschen World Editor. Du kannst da speichern und laden von Flächen, von Objekten, von Räumen. Also könntest jetzt an dem Bauernhof irgendwie so einen Konstruktionsblock dran basteln und dann speicherst das Ding da in irgendeine Datei und dann kannst du den woanders genauso wieder hin platzieren, Na, dann müsste es den ohne doch den aber nochmal geben, bauen zu oder? müssen. Kann sein, dass es wie so ein Command-Block bloß im Bums geht. Na dann, Also mit Kommando. Moment. Konstruktionslehre. Die Leere ist wahrscheinlich dann so ein Der ist einfach leer. Platzhalterblock, dass du markieren kannst oder irgendwie so, dass du markieren kannst, was jetzt davon kopiert werden soll oder halt wisst ihr, wie so eine Auswahl. Die Konstruktionslehre ist ein Block, Keine der Ahnung. Mit dem Konstruktionsblock zusammen verwendet werden kann. Dabei dient die Konstruktionslehre als Platzhalter für einen beliebigen Block. Was ist jetzt ein Konstruktionsblock? Der Konstruktionsblock ist ein Block, mit dem man Konstruktionen speichern und an beliebigen Stellen wieder laden kann. Die Entwickler des Spiels werden den Konstruktionsblock in Elemente eines Bauwerks, zum Beispiel die verschiedenen Häuser, Türme, Brücken, als Konstruktionsvorlagen in den Standardressourcen speichern. Aha. Diese werden vom Spiel geladen und anhand der Bauwerksdaten zusammengesetzt, wenn die Speicher in Konstruktionsblock erhält man mit dem Befehl GIF. Kannst du ja machen mal. Add P. Dann die Nummer. Add P. Add P. P. Der nächste Spieler. Leerzeichen. Structure-Block. Na, cool. Kann man das zufällig mit Tab abkürzen? Strukture. Strukture. Unterstrich. Block. Block. Naja, ich hab's schon mal plöppen gehört. Das muss ich noch ins Inventar genau, gehen. Komm, das probieren wir halt mal aus, solche Blöcke. Ich will das mal machen. Und das Inventar ist leider voll. Aber okay. Da muss er trotzdem irgendwo sein. Oder habe ich ihn vielleicht auch gekriegt? Hey, was ist denn das? Ach so, ein Drachenkopf, dachte gerade. Was ist das denn? Alles wegflacken, dann geben wir uns das nochmal. Jetzt haben wir was. So, stell den mal ab. Dann sneak ich mir den mal. Hab ich. So. Jetzt steht da oben Data drüber und jetzt kann ich hier ein Custom Name Tag reinfügen. Aha. Ja. Ja, das ist eindeutig. Ich verstehe sofort, wie dieser Block funktioniert. Oh, ich habe auf das. Also, du hast da diesen Button, wo D drauf steht. Genau, und dann da kannst du. Das kannst du wechseln zu S und zu L, wahrscheinlich. Und zu C. Naja, Safe Load und
Das war Corner, Die keine Ahnung. Größe und bla, ja, das ist ein bisschen anstrengend. Das ist auch ein relativ großer Artikel. Das glaube ich. Ja. Relative Position kannst du damit festlegen, wahrscheinlich in Genau, genau. XYZ-Koordinaten. Aber relativ zu dem Block, schätze ich mal. Ja. Und dann Okay. eben die Strukturgröße in Den lassen wir hier XYZ-Koordinate einfach und mal dann stehen. kannst du das speichern, okay. Da müsste man sich mal. Das ist cool, wenn man halt zum Weiß, wie es Beispiel unsere geht. Türme, die wir in der Bergbude haben, Ja, dass man die einfach nur klonen müssen, ne? könnte man sich reinwursten und dann kann man die da easy überall hinflanschen, wo man lustig ist. Das probieren wir einfach mal aus irgendwann. Wir Kann lassen man den hier sich mal mal, stehen, dann genau. müssen wir jetzt hier nie dann uns wieder beschaffen. So, da Ja. wäre es das erstmal zu den Blöcken. Den haben wir. Verschiedenfarbige Boote gab es schon immer, oder? Ja, seit der 1.9. Also seit der 1.9 schon Genau. immer. Schon immer, ey. Quasi. Sehr neu bei der Steuerung, ja. Automatisches Springen wurde hinzugefügt. Na, das kennen wir gerade, ja. Ne? So, Haben wir jetzt schon wird's aber gelernt. interessant und ich würde wirklich sagen, wir machen mal eine kleine Reise. Wir haben ja unsere Na gut. Minimap. Und es gibt ja hier Regionen, die kennen wir überhaupt nie. Und dort müssten ja die Nö. neuen Biome generiert werden. Möglich. Ja. Deswegen. Hast du die Karte offen? Soll ich dir einfach mal folgen oder? Ich hab die auch nie offen jetzt, ne? Ich Naja, überlege in nur. irgendeine Richtung fliegen und dann findet man schon, dann wird Ja. schon was generiert. Ich glaube, in die Richtung hier fliegen, Richtung Blumentöpfe, weit, weit raus. War relativ schnell leere. Ja, das kann sein. Das nehmen wir Genau. jetzt einfach die Richtung. Wir wollen Steuerung heute drücken und finden. Feuer frei. Es gibt ganz paar, drei neue Kreaturen. Eisbärlis. Ein Eisbären, den möchte ich gerne sehen. Also in hautnah, bevor ich ihn hier spawne. Ja. Ich hatte Die das gibt's. Spawn-Ei schon fast in der Hand, ehrlich gesagt. Nein, das möchten wir aber nicht. Das möchten wir aber nicht. Wobei Eisbären ja wahrscheinlich in jeder Schnee dann jetzt spawnen, in jeder Schneewelt. Das kann natürlich sein. Also hier jetzt vielleicht nie, weil es Berge Das sind, ist oben, sondern ja. Das finden wir in so schon. einer Standard-Schneewelt Was ich halt. ja süß finde, das hatte ich auch schon mal gelesen. Die Okay. ausgewachsen und Jungtiere gibt's. Und wenn man sich die im Umkreis von 20 Blöcken nähert, den Eisbären und die Jungen haben, dann greifen die Eisbären an. Ah ja. Das finde ich eigentlich ganz putzig. Das ist ganz cool gemacht. Nur kann man die sich zähmen zufällig? Wäre ja ganz nice. Das sehe ich hier noch nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Was? Hier unten. Na hey, wo kommt da mal ein riesiges Theater drauf? Aber diesmal kein Ach Freiluft, sondern so. ein selbstgebautes. Mit Das einer kommt da Kuppel. mal hin. Mit Okay. Kuppel. Haha, Kuppel. Haha. Was ist das Denn hier? das da für eine Scheiße? Sieht aus wie ein Spawner, oder? Das hat keine Vision noch nie, was das hier ist. Ach nee, hier hat mal jemand gewohnt. Was? Wo bist du? Ulf? Hier bin ich. Ach da. Ich Wo hab hat mal gedacht, du jemand. meinst das hier unten. Hier hat mal jemand gewohnt? Hier hat mal jemand gewohnt. Na eben. Was haben wir nie gemacht? Nein. Mir kommt's bekannt vor, aber. Oh, wow. Zwei Truhen und. Hier haben wir irgendwas mal gemacht. Wahrscheinlich mal auf einer Reise oder so mal schnell was gebaut. Das kann sein. Das ist schon ewig her, wenn dann, dass wir hier hinten mal waren und dann eine Nacht drüber geschlafen haben. Hehehe. Ja. Okay, gehen wir weiter hier hinter. Ach, die Landschaft ist da aber auch schon wieder toll hier. Gerade mit den Ach, Schädern macht das schön. schon Spaß. Oh, Spaß, Spaß, Shame. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, gut, kommen wir erstmal zu den Eisbären. Die Fakten habe ich gesagt, da können wir uns in der Zeit erstmal so quatschen. Ich habe noch was offen hier. Aha, nee, auch nie. Nö, alles auch schick. Heute geht die E3 los. Ich glaube, mit EA als erste Pressekonferenz. Oh, Also geil. für euch ist Endlich es nicht für mehr heute. FIFA 17. Na, vorstellen. Ja, mega geil. Yeah. Wird ja auch mal Zeit. Dann irgendwann heute früh, also ich glaube um 4 oder sowas, dann Bethesda, lasst mich lügen, ich bin mir nicht sicher. Mal sehen. Der Aber das werde ich Pfister? mir mal gucken. EA werde ich vielleicht mal gucken. Aber das andere nochmal. Hier ist schon mal eine Schneeregion, so eine Standard-Schneeregion. Vielleicht haben wir Ja. hier ja so ein paar
Eisbärlis, die generiert werden. Es kann natürlich auch sein, dass die nimmer spawnen, ne? Irgendwann wurde doch mal das rausgemacht, dass Tiere endlos spawnen, sondern halt immer nur einmal in der Region und man muss Aber dann halt zusehen, dass man sie sich irgendwann haben tamed bei mir oder zum was. Beispiel mal Pferde gespawnt. Deswegen sind bei uns im Dorf plötzlich wilde Pferde. Aber hier ist überhaupt nichts, weder Schweine noch Kühe noch irgendwas. Wahrscheinlich ist es ein bisschen. Nee, so klein ist der ja gar nicht her.